Bären haben sie es abgesehen. Gut geschützt durch den Daunenanruf. Noch immer ist es die Eiswüste am Rand der Mettage. Praktisch das Randgebiet vom Tal. Da wird geschöpft. Das ist ja das Eldorado für Waldkünstler direkt. Das Wasser hier vorne am Teich, das riecht richtig nach faulen Eiern. Da, boah, aber wie? Da kommt Methan an die Oberfläche. Das gast aus, das Moor. Hui, das riecht vielleicht schwefelmäßig. Das kann man auch erkennen. Das sind nämlich wie so. Ja, das sieht fast aus wie Öl oben auf der Oberfläche. Daran können wir das erkennen. Da gast praktisch der Moorboden aus. Und das stinkt ganz schrecklich nach faule Eier. Da ist ja der reine Metallisch im Winde. Heute Abend kommt schon das kurze Hosewetter, aber jetzt heute, morgen, ist es noch so. Was suchen wir mal da hin? Zu den Nester, der Reihe und der Störche. Ja, so im Sommer ist da mehr los. Ah, die Sonne packt sie mal nicht so ganz. Ja, im Winter ist das ruhig. An solchen Tagen ohne Sonne. Das ist die Unart der Frauen. Die können sie ja verbuddeln oder so. Aber nee, es wird einfach liegen lassen. Wenn man das Geschäft verrichtet hat.
Ende schäfst du schon raus, die Sonne, wer weiß. Bin mal gespannt. So, dann geht's über die Altbrücke. Zugefrorenen Fluss. Ja, das ist schon vereist. So ein bisschen. Ich kann mich noch daran erinnern, da war sie noch fast ganz. Das habe ich schon ein paar Jahrzehnte her. Zeugnisse aus anderen Zeiten. Genau genommen aus dem Krieg. Hopsa. Da scheinen sie die Nebelzonen. Da kommen wir dann an die Gashprints. Der Pfand, die Tannenmühle. Und da ist das erste Staubwehr. Ja, dann muss man dann da vorbeigehen. Muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Und dann in die Tiefe fällt. Lauter Widrigkeiten in der Erde. Ja, ganz schönes Niedrigwasser. So was alles bedeckt mit Wasser. Aber wenn der Regen ausbleibt und es so trocken ist, im Herbst und im Winter, dann sieht es so aus. Dann ist statt der Gashprints hier das Steinmeer. Da ist es Wehr. Ich sage einen Rindsaal. Man sieht jetzt, wo es ein bisschen rausläuft. Und da ist das Steinmeer in der Gashprints. Ganz schön was los hier. Also das habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht, das muss ich wirklich sagen. Das war jetzt hier im Winter immer viel Wasser drin. Das ist das erste Jahr, wo ich das so sehe. Seit Jahrzehnten. Da kann man es erkennen, dass irgendwas faul ist im Staat Dänemark mit der Natur. Weil das ist nicht normal. Wie gesagt, das kenne ich wirklich hier schon ganz lange.
Ja, das habe ich noch nie gesehen. Das ist im Dezember, also Ende Dezember, so wenig Wasser drin war. Das kenne ich gar nicht. Wahnsinn. Das ist so ein Rinnsal. Da könnte man mir denken, das wäre Verunreinigung. Aber das hat mit Verunreinigung nichts zu tun. Das ist einfach nur das, was aus dem Untergrund rauskommt. In diesem Schlick. Diese ölige Brühe. Jawohl, da ist ein Bogen, wahrscheinlich ein Abschluss. Niedrigartiges Fett, eine Pizza zur Waschbettung. Da sind die Wasserdiamanten. Und da ist wieder der Schaum, der darauf hinweist, dass es wärmer wird. Das Schaumgesicht. Der Schaumgeist. Hat er was? Die kämpfen so durch die Sonne. Ja, es ist wirklich nochmal die Eisschrankentour heute Morgen. Erstmal ein Schrein. Ich hab Hunger, ruft er. Da ist auch noch so ein Baumauge. Hab ich auch nicht gesehen. So, bin ich wieder zurück auf den Pfad. Man sieht ja, was da los ist heute Morgen. Wenn es so kalt ist wie heute. Da sind natürlich auch wenig Leute hier. Scheune. Und da sitzt nochmals immer der Kuckuck auf den Bäumen. Die Luft ist echt höllisch. Kühl. Sieht schon aus wie Winde.
schon alles gefroren hier. Ich stehe sogar schon mit einem Fuß auf dem Eis. Aber natürlich kann man da nicht drüber laufen, weil das Eis trägt ja noch nicht. Aber so am Rand ist das natürlich schon gefroren. Winde am Teich. Da drüber ist die Tannenmühle, mal aus einer anderen Perspektive. Mitten im Weg. Also die Maulwerf. Wenn wir jetzt die ganzen Kanäle entdecken, die da hinten reingehen. Den Teich. Das hat schon was. Eisfläche noch mal im Großen betrachten. Kommt immer mal ein Jogger entlang, aber sonst wirklich tote Hose. Da können wir auf der Tafel mal kurz sehen, wo ich überhaupt bin. Sieht man, wie der Teich aufgebaut ist. Muss man es halt immer mal wieder anhalten. Man sieht, was da auf der Tafel steht. Und wenn man viel Glück hat, dann kann man auch da den Eisvogel entdecken. Sieht man die Schaumbrühe. Und normalerweise sitzt der Eisvogel da auf den Ästchen und fischt. Und früh morgens, er kommt im Sommer, hat man die besten Chancen, den anzutreffen. Oder manchmal Abend. Geduld ist auf jeden Fall gefragt, wenn man den sehen will. Das ist der Platz, wo alle abendlich die Fotografen stehen und die Gänse fotografieren. Und natürlich auch den Eisvogel.
Der sitzt dann immer da vorne auf den Ästchen und fischt da. Also mehr Sonne gibt es heute nicht, wie da nur dieser Lichtblick. Und das hier vorne, das sind die eigentlichen Besitzer des Rheinland-Metalls. Die Gänse. Das sind damals noch viel, viel mehr. Und die anderen bestimmt ganz woanders ja schon wieder. Wenn wir so losschnallern, dann heißt es schon, dass sie bald losfliegen. Ja, machen wir mal einen Blick zurück. Doch es ist immer wieder schön hier am Rheinland-Metall. Dass die Sonne scheint, ob es kalt ist, ob es regnet, ob es warm ist. Und exotische Vögel. Das ganze Jahr über. Schöne Runde war das. Da hinten ist der Ortsberg.